Hier ist das Erste Deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Heute im Studio Susanne Daubner. Guten Abend, meine Damen und Herren, ich begrüße Sie zur Tagesschau. In Deutschland nimmt die Debatte über eine allgemeine Impfpflicht gegen Corona an Fahrt auf. Bayerns Ministerpräsident Söder hatte sich gestern offen dafür gezeigt. Widerspruch kam heute aus den Reihen der möglichen Ampelkoalition im Bund. So schloss der geschäftsführende Bundesaußenminister Maas von der SPD eine Impfpflicht ausdrücklich aus. Befeuert wird die Debatte von Warnungen des Robert-Koch-Instituts. Ohne eine deutlich höhere Impfquote drohe eine fünfte Infektionswelle. Tempo und nochmal Tempo beim Boostern und auch bei Erst- und Zweitimpfungen. Vor allem in bayerischen Impfzentren wie hier in Deggendorf tut das Not. Die Corona-Zahlen explodieren. So sehr, dass der bayerische Ministerpräsident eine allgemeine Impfpflicht ins Gespräch gebracht hat. Nach dem Vorbild Österreichs. Frage: Kommen wir aus der Endlosschleife raus, wenn sich niemand impfen lässt? Und deswegen müssen wir ähnlich wie in Österreich ab Februar darüber reden, ob wir nicht auch für die zweite Jahreshälfte nächsten Jahres dann eine allgemeine Impfpflicht haben. In Berlin kommen die Ampelverhandler heute zusammen. Sie bringen wenig Verständnis mit für den bayerischen Vorstoß. Denken kann man immer alles, ob man immer über alles reden muss wie Herr Söder, das ist eine große Frage. Wir wissen überall da, wo Impfpflichten generell angeordnet worden sind, dass das gesetzlich gar nicht so leicht zu fassen ist. Deshalb denke ich, dass es zielführend ist, was die Ministerpräsidentenkonferenz beschlossen hat, nämlich tatsächlich auf die Einrichtungen zu gucken, wo wir besondere Personengruppen zu schützen haben. Und auch das bestimmt den Tag, ein Brief aus dem Bundesgesundheitsministerium. Jetzt soll vorrangig Moderna verimpft und BioNTech-Lieferungen begrenzt werden. Verwunderung, Verärgerung über Jens Spahn, Land auf, Land ab. Er rationiert den Impfstoff, der die höchste Akzeptanz in der Bevölkerung hat. Meine sehr geehrten Damen und Herren, liebe Freunde, es wird Zeit, dass er geht. Man wolle verhindern, dass Moderna-Dosen verfallen, argumentiert das Spahn-Ministerium. Ärzte aber befürchten Chaos in Praxen und die Verlangsamung des Impftempos. Hochproblematisch findet der grüne Gesundheitsexperte Dahmen. Weil es einen Impfstoff, der sehr wirkungsvoll, sehr sicher und sehr gut für Boosterimpfung geeignet ist, ins Gerede bringt. Moderna und BioNTech gleichwertig. Noch Minister Spahn versucht heute Abend, den Ärger einzufangen und zu erklären. Nächste Woche werden 6 Millionen Dosen von BioNTech ausgeliefert. Das heißt aber auch, unser Lager läuft gerade leer. Und deswegen müssen wir eben zusätzlich zum Impfstoff von BioNTech auch den von Moderna stärker wieder mit einsetzen. Das sind beides gute, sichere und wirksame Impfstoffe. Und auch das rückt er klar. Es gäbe genug Impfstoff für alle. Die aktuellen Infektionszahlen, 63.924 neue Corona-Fälle, hat das Robert-Koch-Institut binnen 24 Stunden erfasst. Fast 19.000 mehr als am Samstag vor einer Woche. Die 7-Tage-Inzidenz liegt bundesweit bei 362,2 und erreicht damit einen neuen Höchststand. Beschäftigte in Deutschland müssen von Mitte nächster Woche an ihrem Arbeitgeber nachweisen, dass sie geimpft, genesen oder negativ getestet sind. Sonst wird ihnen der Zutritt zum Arbeitsplatz verwehrt. Die Firmen müssen die Nachweise ihrer Mitarbeiter kontrollieren und auch dokumentieren. Während Wirtschaftsverbände bezweifeln, dass die beschlossene 3G-Regel am Arbeitsplatz praktikabel ist, wird sie in einigen Betrieben bereits umgesetzt. Bei Siemens in Nürnberg gilt 3G schon seit 2 Wochen. Sind Sie geimpft? Jawohl. Zutritt zum Unternehmen hat nur, wer einen Nachweis vorlegen kann, getestet, geimpft oder genesen. Ab Mitte nächster Woche müssen alle Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer einen entsprechenden Beleg vorweisen. Den Test täglich, Impfnachweis nur einmal. Bei Genesenen auch, dort aber zusätzlich der Genesungstermin. Der Arbeitgeber muss das kontrollieren und dokumentieren. Das klingt bürokratisch, hat aber wohl Vorteile für alle. Die Dokumentationspflicht ist auch von Vorteil für die Beschäftigten, weil damit wird ihnen ein Zugang zum Arbeitsplatz erleichtert, dass man nicht täglich seinen Impfstatus dokumentieren muss. Ist auch im Interesse der Arbeitgeber, dass Menschen nicht Schlange stehen, bis sie sozusagen zu ihrem Arbeitsplatz kommen. Für die Tests müssen die Beschäftigten selbst sorgen, außerhalb der Arbeitszeit. Wichtig ist dabei, dass ein Nachweis erbracht wird. Zu Hause testen gilt nicht. Der Arbeitgeber hat kein Recht, den Impfstatus zu erfahren.
Der Arbeitgeber darf fragen, das ist ganz wichtig. Wenn der Arbeitnehmer nicht antwortet, dann muss er aber einen Testnachweis erbringen, jeden Tag, einen zertifizierten Test. In Teilen der Wirtschaft wird sogar schon 2G diskutiert. In diesem Unternehmen im sauerländischen Lüdenscheid gilt das bereits. Hier darf nur ins Büro, wer geimpft oder genesen ist. Die Entscheidung für 2G ging von den Angestellten selbst aus. Sie freuen sich über die neue Freiheit, arbeiten ohne Maske. In Wien sind heute zehntausende Menschen gegen die neuen Corona-Maßnahmen der österreichischen Regierung auf die Straße gegangen. Die Teilnehmer protestierten gegen den landesweiten Lockdown, der am Montag in Kraft tritt, und gegen die beschlossene Impfpflicht. Laut Polizei gab es mehrere Festnahmen, etwa wegen Verstößen gegen Corona-Maßnahmen. Zu den Kundgebungen hatte unter anderem die rechtspopulistische FPÖ aufgerufen. Lautstarker Protest gegen den neuen Lockdown und die kommende Impfpflicht. Den ganzen Nachmittag ziehen mehrere 10.000 Demonstranten über die Wiener Ringstraße, auch Gruppen aus dem Ausland. Unter ihnen viele Impfgegner. Manche sind wütend. Die Kritik richtet sich vor allem gegen die österreichische Bundesregierung. Wir sind hier, um zu protestieren gegen die Freiheitsberaubung durch unsere Regierung. Wir sprechen uns aus gegen den Lockdown und gegen die Impfpflicht. Kaum jemand der Teilnehmenden trägt Maske. Der eigentlich vorgeschriebene 2G-Status wird stichprobenartig überprüft. Die Polizei ist mit etwa 1300 Beamten im Einsatz, die Stimmung aufgeheizt. Am späten Nachmittag meldet die Polizei mehrere Festnahmen. Unter den Protestierenden auch Neonazis oder Identitäre. Mit aufgerufen zur Demonstration hatten neben anderen Gruppierungen auch die rechtspopulistische FPÖ. Deren Chef konnte aber wegen einer Corona-Erkrankung nicht teilnehmen. Auch in den Niederlanden haben Menschen gegen schärfere Corona-Regeln demonstriert. Dabei kam es in der Nacht in Rotterdam zu Krawallen. Nach Angaben der Polizei wurden 7 Menschen verletzt, darunter auch Beamte. Es gab Dutzende Festnahmen. In einigen Städten, wie hier in Amsterdam, gingen auch heute tausende Menschen gegen die verschärften Maßnahmen auf die Straße. In den USA hat es in der Nacht in mehreren Städten Proteste gegeben. Auslöser war der Freispruch eines Mannes, der auf einer Antirassismus-Demonstration im vergangenen Jahr 2 Menschen erschossen hatte. Der heute 18-Jährige berief sich auf Notwehr. Die Geschworenen in Kenosha im Bundesstaat Wisconsin befanden ihn für unschuldig. US-Präsident Biden warnte nach dem Urteilsspruch vor Gewalt und rief zur Ruhe auf. Chicago in der vergangenen Nacht. Gerechtigkeit fordern diese Demonstrierenden. In mehreren US-Städten waren Menschen auf die Straße gegangen. Eine Reaktion auf das Urteil im Prozess gegen Kyle Rittenhouse. Kyle H. Rittenhouse, not guilty. Nicht schuldig, also Freispruch, lautete gestern das Urteil, das der Angeklagte unter Tränen hörte. Der damals 17-jährige Rittenhouse hatte im vergangenen Jahr bei Antirassismus-Protesten mit einem Gewehr 2 Menschen erschossen. Aus Notwehr, sagt er, Rittenhouse habe Gewalt provoziert, so die Staatsanwaltschaft. Das Urteil spaltet, auch vor dem Gerichtsgebäude. It's a big win. Es ist ein großer Sieg. Es geht hier um unsere Rechte, das in der Verfassung festgeschriebene Recht, Waffen zu tragen. Ich habe mich über das Urteil gefreut. Das ist ein Präzedenzfall. Du behauptest, dich selbst zu verteidigen und kommst damit in Amerika durch. US-Präsident Biden erklärte, das Urteil mache viele Amerikaner, ihn selbst eingeschlossen, wütend und besorgt. Aber ich unterstütze, was die Jury entschieden hat. Unser Geschworenensystem funktioniert und wir müssen uns daran halten. Außerdem warnte er vor Gewalt. Bisher sind die Proteste, bis auf Zwischenfälle in Portland, weitgehend friedlich geblieben. In der Fußball-Bundesliga hat Borussia Dortmund den Patzer von Bayern München genutzt. Durch den 2:1-Sieg gegen Stuttgart verkürzten die Westfalen den Rückstand auf den Tabellenführer auf einen Punkt. Die Mannschaft von Dortmunds Trainer Marco Rose bot in der ersten Hälfte kraftvollen, schnellen Fußball. Aber die beste Chance hatten die in Weiß spielenden Gäste aus Stuttgart. Durch Koulibaly, der am Ex-Stuttgarter Kobel scheiterte. 0:0 zur Pause sorgten für mäßige Laune bei Dortmunds Chefs. Aber dann ging der BVB verdient in Führung. Daniel Mahlens Schuss in der 53. Minute wird von Ito dabei noch leicht abgefälscht. Stuttgart überzeugt bisher schon mit Kampf und Mut und belohnt sich nach tollem Spielzug mit dem Ausgleich zum 1:1 durch Roberto Massimo.
Es war ein immer spannendes, gutes Fußballspiel, in dem hier Dortmunds Akanji Pech hat und auch Bellingham mit dem Nachschuss. Der Siegtreffer von Dortmund nach einer Ecke der Stuttgarter. Marco Reus brachte erst Hazard in Schussposition und traf am Ende selbst kurz vor Schluss zum 2:1 Endstand, der von 57.900 Zuschauern begeistert gefeiert wurde. Daumen hoch, alles gut, Adi Hütter zufrieden. Gladbachs Trainer sah einen souveränen Sieg seiner Elf. Die Borussia in Weiß nach 9 Minuten mit dem 1:0 durch Nationalspieler Jonas Hofmann, der nicht im Abseits war. Fürth defensiv überfordert. Fehlpass von Torwart Funk, Neuhaus mit Übersicht und bei seinem Startelf-Comeback gleich erfolgreich. Das 2:0 in der 28. Minute. Kurz vor der Pause die spielerisch überzeugenden Gladbacher mit dem 3:0 durch Alassane Player. Für die Gäste bahnte sich ein Debakel an, Fürth in allen Belangen unterlegen. Zweite Hälfte. Balleroberung von Stindl. Die Borussen nutzten die Schwächen des Aufsteigers gnadenlos aus. Erneut Hofmann erfolgreich nach 57 Minuten. 4:0 der Endstand. Nächste Pleite für Stefan Leitl und sein Team. Fürth nach der 10. Niederlage in Folge weiterhin abgeschlagen. Tabellenletzter. Und hier die weiteren Ergebnisse. Leverkusen-Bochum 1:0, Hoffenheim-Leipzig 2:0, Bielefeld-Wolfsburg 2:2. Im Spiel Union Berlin gegen Hertha BSC steht es kurz vor dem Ende 2:0. Bereits gestern besiegte Augsburg München mit 2:1. Morgen trifft dann noch Freiburg auf Frankfurt und Mainz empfängt Köln. Die Tabelle. München bleibt an der Spitze, zweiter ist Dortmund mit einem Punkt weniger auf dem Konto, dann Freiburg, Leverkusen, Wolfsburg und Leipzig. Mönchengladbach ist siebter. Die zweite Hälfte beginnt mit Union Berlin, Augsburg auf Rang 15 in der Abstiegszone, Stuttgart, Bielefeld und Schlusslicht Greuther Fürth. Der Trainer des Fußball-Zweitligisten Werder Bremen, Markus Anfang, ist zurückgetreten. Hintergrund sind Ermittlungen der Staatsanwaltschaft. Sie verdächtigt Anfang, ein gefälschtes Impfzertifikat benutzt zu haben. Auch Werder Bremens Co-Trainer Florian Junge hat seinen Posten aufgegeben. Gegen ihn wird ebenfalls ermittelt. Das Ende vom Anfang. Ein Neustart sollte es für Werder werden in der zweiten Liga. Doch der Rücktritt von Trainer Anfang ist ein weiterer Imageschaden. Seine Erklärung vom Morgen. Ich habe aufgrund der inzwischen extrem belastenden Lage für den Verein, die Mannschaft, meine Familie und auch mich selbst entschieden, dass ich meine Aufgabe als Cheftrainer von Werder Bremen mit sofortiger Wirkung beende. Damit zieht der Trainer Konsequenzen aus dem Vorwurf, er habe seinen Impfausweis gefälscht. Das Bremer Gesundheitsamt hat Strafanzeige gestellt, die Staatsanwaltschaft ermittelt. Der Gesetzgeber sieht hierfür einen Strafrahmen vor, der fängt an bei einer Geldstrafe und kann bis zu einem Jahr Freiheitsstrafe gehen. Gestern Abend hatte die Staatsanwaltschaft beim Amtsgericht einen Durchsuchungsbeschluss erwirkt. Daraufhin händigte Markus Anfang seinen Impfausweis aus. Daran sollen Impfdaten unstimmig gewesen sein. Es wird sich jetzt herausstellen, ob das der Fall war oder nicht. Die Indizienlage, wie gesagt, geht in diese Richtung, aber man muss eben das Ermittlungsverfahren abwarten. Für die Vorbildfunktion des Profifußballs wäre ein Trainer als Impfbetrüger ein Desaster. Die Lottozahlen. 8, 24, 26, 31, 40, 47, Superzahl 7. Diese Angaben sind wie immer ohne Gewähr. Weitere Gewinnzahlen finden Sie auf tagesschau.de und im ARD-Text ab Tafel 580. Und nun die Wettervorhersage für morgen, Sonntag, den 21. November. Hinter der Kaltfront eines Tiefs erreicht uns morgen ein Schwall kühlerer Nordmeerluft. Heute Nacht halten sich meist dichte Wolken. Im Verlauf zieht im Nordwesten und Norden von der Nordsee her Regen auf, der sich morgen bis in die Landesmitte ausbreitet. Dahinter lockern die Wolken auf. Es folgen aber noch einzelne Schauer. Im Süden scheint abseits von Nebel die Sonne zum Teil längere Zeit. In der Nacht meist 9 bis 4 Grad, in manchen Tälern im Süden leichter Frost. Morgen werden im Dauernebel 3 bis 6, sonst zwischen 7 und 12 Grad erreicht. Am Montag im Norden oft sonnig, in der Mitte und im Süden zeitweise Regen, auf den Bergen auch ein paar Flocken. Dienstag und Mittwoch zeigt sich die Sonne vor allem vom Saarland bis zur Oberpfalz und in der Landesmitte, sonst viele Wolken, aber kaum Regen.
Um 23.30 Uhr hat Karen Mioska diese Tagesthemen für Sie. Vor dem Teil-Lockdown, was sagen die Menschen in Bayern? Außerdem kriminell und strafbar, das große Geschäft mit gefälschten Impfpässen. Ich wünsche Ihnen einen guten Abend.